Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute treffe ich mich mit der lieben Laura von The Travelet. Im Moment ist sie halt wieder in Hamburg, in der Heimat zu Besuch sozusagen. Und ja, wenn man lange nicht in Hamburg gewesen ist, dann kann man sich ruhig ein paar Sehenswürdigkeiten nach langer Zeit mal wieder antun. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal frühstücken und im Anschluss werden wir mal schauen, was das Wetter vor allem so hergibt, weil in Hamburg ist es ja immer leider eher unbeständig. Und ja, dann haben wir so ein paar Dinge auf der Agenda, aber ich werde sie gleich einfach mal selber fragen. Und dann, ja, werden wir einfach einen schönen Tag in Hamburg haben und wir nehmen euch mit. So sieht es übrigens hier bei uns im Flur aus. Ich sehe gerade auf der Anzeige, ich meine, es ist ansonsten ja so nie bewusst. Ich habe gerade einfach mal fast 4 Minuten gebraucht, um ein paar Schuhe zu finden. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Frauending, oder? So, wir haben jetzt endlich unser Essen bekommen. Und es gibt jetzt Acai, Acai, Whatever Bowl. Ich fange jetzt an, Hamburg unsicher zu machen. Shopping, erstmal shoppen. Erstmal essen, dann shoppen. Dann gucken wir. Und dann gucken wir mal. Dann wieder los. Und dann wieder essen und dann wieder shoppen. Ja, was haben wir denn heute eigentlich geplant? Laura hat nämlich so einen super coolen Plan ausgeheckt. Ich habe einen richtig langen Plan eigentlich ausgeheckt. Wir können theoretisch 3 Tage hier durch die Stadt laufen. Aber wir gehen so ans Wasser, habe ich gesagt. Wir gehen Richtung Landungsbrücken und dann hoffentlich in den alten Elbtunnel, spazieren da ein bisschen rum und schauen wir mal. Laura, wie groß bist du? 1,63. Ich bin übrigens 1,78. Sieht man das? Nee, oder? Hinter uns ziehen gerade voll die dicken Gewitterwolken auf. Juhu! Hamburg lässt grüßen. Wir haben noch 40 Minuten, dann haben wir 90% Regenwahrscheinlichkeit. Klasse! Ja, das ist Hamburg, wie es lebt und lebt. Man hat hier keine schönen Wettergarantie. Tja, was soll man machen? Schiefwetter! Aber davon lassen wir uns nicht die Laune vermiesen. Wir fahren trotzdem mit dem Boot. Ein Vlog im Vlog. Ich flipp aus. Ja, weiter dann geht's. Also ich will. Wir haben uns hier gerade im Blockboy auf die Toilette gesneakt. Wir waren hier nämlich auch noch nie. Also ich war hier noch nie. Ich auch nicht. Das ist sehr schön, finde ich. Bis jetzt. Sehr voll auf jeden Fall. So, wir sind jetzt hier auf der Dachterrasse vom Blockboy. Ist nicht so hoch wie der Michel. Und festgestellt, wir haben die Vorstellung. Da ist die Elbphilharmonie. Hier ist König der Löwen. Und von hier starten auch die ganzen Hafenrundfahrten. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir jetzt eine kleine Fährenfahrt machen. Und danach, wenn es dann wirklich regnet, in den alten Elbtunnel. Ich habe meinen persönlichen Schirmhalter gefunden. Ich finde, so gehört sich das. Ich bin dafür extra angereist. Extra aus Stuttgart, nur fürs Schirmhalten. Ich habe nämlich keinen dabei. Naja, so what? Wir haben eben gerade schon eine Ampel It's Raining Man performt. Ist leider nicht mit drauf. Jetzt
suchen wir uns nochmal ein Plätzchen für einen Kaffee. Unsere Ausfahrt nach Finkenwerder ist leider nichts geworden. Es hat einfach echt in Strömen geregnet. Aber wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Also ne, im Versuch liegt das Glück. Der Versuch macht klug. So. Jeder ist seines Glückes Schmied. Richtig. Jetzt hauen wir nochmal hier richtig die Schinken raus. Wir sind jetzt hier im Portugiesenviertel und ich bin der Meinung, hier gibt es einen Laden, der heißt Milchbar, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Da werden wir jetzt mal nach einem Kaffee schauen. Laura googelt das jetzt mal. Jetzt darf ich den Schirm halten. 2,5 Kilometer nur. Was? Warum? Sieht es so aus? Ja. Ja. Nur 40 Minuten, ist das gleich in der Ecke. Verdammt. Meine Laura kann nicht googeln. Der Laden ist nämlich hier. Ja, okay, ich habe ihr aber auch einen falschen Namen gesagt. Stand auf meinem Haupt. So. Hier gehen wir jetzt rein. Tschüss. Nee.